Halb 9 Uhr morgens, es ist zum Glück noch schattig und ich bin jetzt auf dem Weg zum Anstieg zur großen Wolfsschlucht. Dann bin ich gerade hier hinter gelaufen und hier hinten ist dann der Talschluss und da geht's hinauf. Schildenstein und Blaubergrat. Das ist jetzt der Anstieg. Und da geht es dann hinauf. Das heißt, ich werde jetzt hier an dem Bettchen noch was trinken und mein Klettergeschirr anlegen und meinen Helm aufsetzen. Und dann geht es letztlich hier raus. Hier geht auch ein Pfad hinter. Die Markierung ist jetzt nicht so toll, aber freundlicherweise machen sie Schilder dran. Also hier nichts. Da geht's jetzt hinauf. War ein Stück im Schatten, aber wie nennt man das so schön positiv, in den Berichten, man gewinnt schnell an Höhe, ja, das wäre jetzt die Höhe, da hinten ging es los, also landschaftlich sehr schön, zum Glück habe ich bloß 5 Kilo dabei diesmal. Bei einer Übernachtung. Hier ist jetzt wieder Seilsicherung. Ah ja, und da habe ich ganz vergessen zu sagen, die Wolfsschlucht ist natürlich nur, wenn man ein Stück vor, dass es auch schön sieht, bei trockenem Wetter zu empfehlen. Hier sind wir raufgekommen, aber das Stück Weg
dann geht es hier rüber und dann hier runter oder umgekehrt. Also es ist der rechte schwarze Weg, aber ganz gut gesichert. Handschuhe sollte man nicht vergessen. Seil ist nicht schlecht, schadet nicht, denn es sind ganz schöne Abschüsse zwischendrin. Jetzt haben wir zum Glück ein paar Wolken und da hinten ging es rauf. Also nichts für Hundis. Nein, nein, nein. Nichts für Hundis. Hoffentlich hält das Wetter. Stein. Dann kommt der Guffert, die Gufferthütte hingehen und hier hinten ist dann der Rohfahren ganz entfernt und hier unten sieht man rein zum Nisthol zum Aachensee, Aachenkirch, dahinter das Karwendel, das ist leider ein bisschen riesig und hier die ganz Spitzen hinten drin. Rückenross und Buchstein und dann der Hirschberg. Jetzt geht es wieder weiter am Hirschberg ins Tegernseer Tal rein. Da unten Wildbadkreuz, der Wallberg und der Risser, irgendwie muss ich nochmal nachschauen. Ja, und hier hinten dann Brandenberger Berge und davor die Haslerspitze, wo ich heute noch raufgehe und dazu gehe ich über diesen Blauberg grad, der ist hier unten und hier bin ich raufgekommen, das ist die Wolfsschlucht. Und da kommen schon die nächsten. Hier unten haben wir und vor uns geht der Wolfsschlucht runter und hier haben wir jetzt den Blaubeergrat, der geht hier rauf und da geht es dann weiter zur Haselspitze. Genau hier oben am Grat verläuft die Grenze, da unten ist der Aachensee, genau hier oben. Jetzt haben wir natürlich das Problem, was machen die Allgäuer Kühe auf österreichischem Boden. Aber ich denke mal, das ist alles mehr oder weniger Punkt egal. Thank you.
der höchste Punkt der Blauberge, 1844 Meter. Das ist jetzt nicht so hoch, aber gefühlt eine mittlere Katastrophe, weil es ist so heiß immer noch. Und wenn wir jetzt von Tirol nach Bayern schauen, dann haben wir hier ein Stück rauf, auf diesem schönen Grat. Dann gucken wir hier hinunter ins Tegernseer Tal und da unten ist der Tegernsee. Ein wenig diesig ist es. Und hier kommt der Wallberg. Hinüber geht es ins Verlepp. So, und hier geht die Reise weiter in diese Richtung. Der rechte ist die Haselspitz. Und hier unten ist dann irgendwo die Kupferthütte. Der hohe Berg hinten ist der Kupfert. Das habe ich auch wieder vergessen zu sagen. Auch wieder Grenzberg. Der Stein steht rechts. Morgen. Ich gehe jetzt über die Wenigbergscharte, Wenigbergjagdhütte hinunter nach Siebenhütten. Und der Weg ist doch ein bisschen beschwerlich. Es hat in der Nacht geregnet und es ist relativ nass. Die Steine und die Wiese. Aber es ist natürlich schon sehr schön hier. Drüben sind jetzt Gämsen. Die sind gerade rübergelaufen. Schauen wir mal. Ja, jetzt sieht man sie. Genau. Bewegen sich sogar ein bisschen. Super. Das ist das Schöne in der Früh. Bin ich oben an der Scharte. Weg ins Tal. Und hier wäre der Umzweig gewesen, wo man von der Halserspitze runtergehen kann. Dreiviertel Stunde. Und dann steht Kupferthütte 2 Stunden. Knapp. Hab jetzt 2,5 gebraucht. Also bin ich trotz dem Bein nicht so schlecht.